So, Hallihallöchen, Hänsepetti hier und willkommen zurück zu Let's Play. Edna bricht aus. Und ja, wir sind in die nächste Phase gegangen. Wir haben zwar einen Generalschlüssel, aber wir haben jetzt auch Wachmänner, die da sind. Oh Gott, das Inventar wird immer größer und unübersichtlicher. Ja, irgendwie müssen wir den einen Wachmann weglocken. Können wir mit ihm so ein bisschen reden? Hey, ist da jemand drin? Ja. Ja, verdammt. Bist du das Neue? Klar. Dauert's denn noch lang? Frag nicht. Ich hab's mir so lange verkniffen. In meiner Blase ist mehr Wasser gespeichert als der Jahresniederschlag am Amazonasbecken. nehmen wir einfach, ne? Hey, lass das. Ich will doch nur spielen. Der Schlüssel hängt am Gürtel fest. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Ja gut, wir müssen uns jetzt echt einfallen lassen, wie wir... Können wir ihn rufen? Den anderen Wachmann-Typ? So, jo, komm mal hoch. Warp 5! Nee. Hübschbutt? Nee. Das sieht... Okay, wir können ihn nicht rufen. Grrr. Das Waschding ist offline. Wir haben jetzt erstmal auch keine weitere Tür, die verschlossen ist. Kann der uns nicht einfach in den Speisesaal lassen? Oh oh. Hallo? Ist da wer? Ja. Ich suche lieber einen anderen Weg. Ja, ich bin hier. Ich will zum Essen. Hä, wie komme ich da hin? Wie kriege ich ihn da weg? Hä? Habe ich echt irgendeine... Ich bin voll lost. Wir können jetzt erstmal nicht groß weiterrätseln, bevor der Dude nicht weg ist. Oder bevor wir die Möglichkeit haben, uns halt permanent an ihm rumzuschleichen. Schade, der Wäsche. Schade, der Wäsche. Ja, der ist inaktiv. Das ist ey, super ungünstig. Warum? Warum? Ich glaube jetzt auch nicht, dass es irgendwie softlocked ist, sondern dass man hier wirklich eine Möglichkeit hat. Kannst du nicht irgendwie ihn holen oder so? Ich meine, ja, aber dann sagt er auch nichts weiter. Scheinbar zieht Alu sich Energien aus der Monitorstrahlung. Mhm. Alu scheint den Fernseher gerade zu benutzen. Also wortwörtlich. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, wie. Selbst wenn ich... Hallo, ich komm. Wie kriegen wir den Typ weg? Mit den Items, die wir auch bisher haben, weil man kann ja auch hier schon sein, ohne Startkabel und sonst was. Hallo, hallo, was geht? Ach, verdammt, Harvey kann uns auch nicht helfen. Warum? Oh, oh. Hallo? Ich suche. Also, der reagiert nur aufs Auto. Können wir von oben aufs Auto spucken und so, irgendwie sowas? Wir können ja mal raus aufs Dach. Jetzt nicht groß anders aussehen, glaube ich. Ja, unten. Ein Ziegelstein fallen lassen auf die Limousine. Let's go. Kann man? Zum Dachziegel? Dachziegel meine ich, nicht Ziegelstein, Dachziegel. Von
von hier oben, aber einen Schritt nach vorn. Springen. Wow. Wie es aussieht, habe ich noch... Ja, die Limousine steht jetzt halt eher hier drüben. Aber nee, das ist auch nicht die Lösung. Unten, doch. Nee, jetzt sind wir genau auf der anderen Seite. Spring. Kommen noch dieselben Dialoge. Nee. Bowlingkugel, nehmen wir mit. Lass uns die Treppe runterfallen. Die schleppe ich. Hey, das ist doch bescheuert. Ich hab's mir jetzt hoffentlich echt nicht verbaut. Fluende, Tür. Treppe ab. Hey, guck mal, hier ist Trap up klein geschrieben und hier groß. Interessant. Also mit Trap up auch. Hey, ich spritz gleich einfach Ketchup an die Treppe. Oh. Ich kann den Chauffeur ja nicht wegrufen. Da ist eine Bowlingkugel hinter Gittern. Ist das ein Hinweis? Ah ne, das ist ein Smiley hinter Gittern. Wir waren doch jetzt auch in allen Türen. Es ist auch nicht so, dass wir plötzlich im Generalschlüssel noch irgendwas Neues anfangen können. Die Tür ist jetzt auf. Mein Kumpel, Knasti Schlüsselmeister, hat auch nichts Neues zu sagen. Ja, das ist jetzt toll. Toller Raum. Schuhe, mal Lichtschalter, Alarmknopf. Was mein... Ich mach... Bei Edna. Schlägt halt keinen Alarm. Das ist. Den will. Warte mal. Warte. Und was jetzt scheint. Alarm! Ja, ich verstehe die Anspielung. Kalender. Können wir was reinschreiben? Sollen wir? Wir schreiben was rein. Über Dr. Marcel. Nö. Was sagt er jetzt? Ich möchte nicht, dass. So. Er sei irgendwie eifersüchtig. Okay. Nein, ich möchte. Hey, was ist denn das? Mal jetzt aber wieder Licht an. Ich muss sehen. Gegen den Stromzähler. Let's go. Ich komme mir schon ein bisschen verarscht vor. Hätte ich hier nicht hin sollen. Ich habe noch frühere Speicherstände, ne? So ist nicht. Ja gut. Ich. Hallo? Ich suche lieber einen anderen Weg. Aber wenn das Wäschesystem off ist, gibt's keinen anderen Weg. Ich überlege gerade. Es gibt. Können wir uns irgendwo aus dem Fenster raushangeln? Die sind alle vergittert, weil hier die ganzen Idioten. Die ganzen besonderen Menschen sind. Und. Ab da ist. Sind auch teilweise verriegelte Fenster. Hier nicht mehr, aber hier ist auch viel zu hoch. Da können wir. Es ist. Es ist zu, ja. Mal schnell. Ja, ich hab's nachgelesen. Kam sehr schnell die Antwort. Das Fenster muss auf sein, hatten wir schon mal. Wir müssen Kaugummi kauen. Hatten wir auch schon mal. Da kommt ja wirklich was raus. Und dann spucken wir es anscheinend voll auf die Limousine.
alt und ungen... Und dann? Was ist ja. Da? Okay, so haben wir den Weg gefunden. Alter, da kommt man so spät halt nicht mehr drauf, wenn man das schon mal verwendet hat und gemerkt hat, okay, ja, passt. Da ist nichts mehr neu. Okay. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich jetzt irgendwas in der Kantine machen. Speiseplan. 3 Hähnchen. Was können wir denn verändern? Nichts. Ah, doch. Hier. Hä? Ah. 3. Jetzt Professor Nock. Klöße lässt sich nicht austauschen? Hä, wieso lässt sie... Okay, lässt sich irgendwie nicht alles austauschen. Ja. Keine Ahnung. Finden wir vielleicht raus. Das könnt ihr. Schauen wir mal in den Saal. Also, da sind Hoti und Mutti. Ach, das ist der Professor Nock. Ja, jetzt, okay. Und wir können mit denen und mit seinen Füßen interagieren. Die sind aber trotzdem noch zusammen. Die beiden teilen sich denselben Magen. Die zwei sind auch... Sie muss gar nichts mehr essen. Die gute alte Schnürsenkel-Zusammenknotennummer. Man kann die beiden nicht auf den Arm nehmen. Hey! Psst! Oh! Er guckt voll entsetzt. Was gibt's zu essen? Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Jeder bekommt das, was er möchte. Oder zumindest das, was unter seinem Namen eingetragen wurde. Die Liste hing seit einer Woche aus. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass damit einige Scherze getrieben wurden. Immerhin ist dies ein Irrenhaus. Er ist sehr reflektiert. Ich habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Klar. Unter 2 Bedingungen. Erstens kommen wir nur mit, wenn du einen Fluchtplan ausgearbeitet hast. Zweitens musst du irgendwie die Wachen ablenken. Fluchtplan ausarbeiten, Wachen ablenken. Alles klar. Passt. Habt ihr eine Idee, wie ich die Wachen ablenken könnte? Der sicherste Weg ist eine Essensschlacht. Du musst nur irgendwie einen Streit provozieren. Ja, fang doch an. Ohne selbst mit hineinverwickelt zu werden. Verdammt. Du musst eine Schwachstelle finden. Ist gut. Fuß. Benutzen. Mit bloßen Händen fasse ich den nicht an. Topflappen. Vielleicht ist es Zeit für rabiatere Maßnahmen. Kaffee. Igitt. Der lädt geradezu zu einer brutalen Gewalttat ein. Du wirst gleich die Welt des Schmerzes kennenlernen. Okay. Kugelschreiber. Können wir mal noch eine... Da hat schon jemand unterschrieben. Terry Pratchett. Terry Pratchett, wer ist das? Ich hab den Namen schon mal gehört. Naja. Topflappen? Ich brauche ihn nicht mit Samthandschuhen anzufassen. Aber du willst ihn anscheinend gar nicht anfassen. Gabel. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Okay, aber ich glaube, Gabel wäre schon mal ganz gut. Ja, Messer auch. Poloschläger, aber fett draufhauen. Gut, Zickzackschere, man kann ganz viel. Warum tue ich sowas nur immer wieder? Für meine grenzenlose Bewunderung. Schön. Der Vergleich bestätigt, ich habe die geheime Zutat gefunden. Oh, nee. Nicht nötig, da klebt schon genug Senf dran. Mhm. Nicht nötig. Mhm. Okay. Ja, Startkabel, Kaugummi. Nicht nötig. Oh Gott. Ja, wir müssen hier was im Speiseplan... Peter Hähnchen, Klöße. Ja, keine Ahnung. Tja, willst du Kaugummi? Willst du ein Kaugummi? Es ist kaum benutzt. Grrr. Schon gut, dann halt nicht. Gut, da ich würde mal... Können wir den reinschmeißen in den Topf? Das Kaugummi darf ruhig roh sein. Oh. Rohkost ist ja auch viel gesünder. Okay. Ah ja, okay, wenn im Speisesaal Unruhe ist, dann hören die Alarmanlage wahrscheinlich von der Limousine nicht. Dann können wir den Ersatzreifen nehmen.
Gut, dann haben wir natürlich auch Starterkabel für den Fluchtwagen. Okay. Ja, der Doktor ist auch irgendwie. Okay, der Doktor ist wahrscheinlich. Es klingt. Ich riss. Da gehe ich lieber. Oh, das ist so schnell. Wo ist denn der Doktor? Also links ist der eine, der uns mal eingebucht hat. Da gehe ich lieber. Ey, ist mir zu schnell. Gut. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hänsel Peter. Ciao.